willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr dabei seid im ZDF. Wenn es hier bei uns geht um das Kochen, um die etwas andere Kochshow. An meiner Seite ein Gast. Sie ist Gräfin. Sie ist charmant, sie kann gut kochen. Sie ist Schauspielerin. Herzlich willkommen, hier ist Mariela Arends. Schön. Heute werden wir ein gräfliches Gericht zubereiten, gell? Und zwar, wir werden zum einen zubereiten ein Ananas-Carpaccio mit Feigentaschen und das Ganze noch verfeinert mit einem Pumpernickel-Schokoladeneis. Das klingt super. Ich hoffe, wir schaffen das auch. Ja. Ja, okay. Und es gibt noch weitere Gerichte, und zwar ein weiteres Gericht ist bei mir Schwarzwurzeln glasiert mit etwas Karamell. Und dazu gibt es Ludemeer mit schwarzen Trüffel in einer Brotkruste eingebacken. Da muss sich der Horst anstrengen, mithalten zu können, oder? Genau. Könnte sein, dass so. Ich vom Trüffel ab und zu ein bisschen nasche. Ich habe genug vorbereitet, denn es ist nicht sicher, ob es beim Horst auch was zum Essen gibt. Der ist auf jeden Fall schon mal da. Dankeschön, mein lieber Johann. Also ich habe dich auch sehr lieb. Ja, Dankeschön. Aber auch ich stehe heute nicht alleine, sondern ich habe mir ja eine Unterstützung geholt. Und zwar endlich mal jemand, wo die Frauen dahin schmelzen werden und mich beachten an seiner Seite. Semino Rossi. Argentinien lebt. Und da kommt nicht nur traumhaftes Rindfleisch her, sondern auch Männer, die richtig singen können und die mit Lebensmitteln umgehen. Und auch wir beide werden kochen. Wir werden natürlich nichts Blasiertes machen wie nebenan, sondern wir werden tatsächlich kochen. Semino wird machen einen wunderbaren Lachs im Backofen bei 90 Grad Niedertemperatur gegart, mit einem Senfkartoffelhäubchen überbacken. Nein, glasiert mit einem gelben Fondant-Ei. Ne? Und ich werde hier drüben machen wunderbar gefülltes Lammlachs mit einem Mangold Pesto in einer Parmesanpanade, dazu ein Kartoffelpüree und grüne Böhnchen. Dankeschön. Ja. Aber, meine Damen und Herren, ich kann nicht anfangen, bevor ich ihn begrüßt habe. Ja, wie soll ich sagen? Der Schöpfer aller Küchen, da, wo sich selbst das Gemüse verneigt, wenn er in einen Laden reinkommt. Johann, wo bist du? Was? Ich hab Semino zugeschaut, als du alles aufgezählt hattest. Der hat immer nur den Kopf gewackelt. Ich glaube, der hat gar nichts verstanden, was du gesagt hast. Das ist ja das Schöne. Desto schneller ich rede, desto weniger wird er verstehen heute. Nicht wahr, Semino? No, du. Semino, hast du alles verstanden, was er kocht? Ja, er spricht sehr gut Deutsch. jetzt. Fangen wir mal wieder an. Weißt du, was übrigens schön war, dass Johann eben gesagt hat, dass seine bildtypische Gräfin ein Gast ist. Das wusste ich nicht. Hast du gefischt heute in der Bühne? Ja, ich war heute Morgen schon sehr früh an der Alster hier in Hamburg und habe mit Johann den Lachs überredet, ans Land zu springen. Ja. So, und jetzt bitte schön ein wunderbares Backblech nehmen. Okay. Ah, du hast nicht die Hände gewaschen, ja? Doch. 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 Ich nicht. Ich hab die Hände gewaschen. Was? Ich wasche mir immer, bevor ich auf Toilette gehe. Die Hände. Also was? Jetzt bin ich dran. Heute musst du Gas geben. Einmal die Woche. Ich habe von meinem Maler gelernt. Von deinem Maler hast du von das gelernt? Mama, Mama. Mama. Hat gesagt, immer bevor du kochst, du musst deine Hände waschen. Ja. Pass auf, du da mal drauf, mach Öl drüber, würz das Kräuter dran, ich muss hier anfangen. Erste Öl. Johann, steht schon wieder dein Müll bei mir. Du fängst schon gut an. Ich habe noch nicht gearbeitet. Ich werde als erstes mal das Pesto machen. Ne? Und zwar ein Tropfen Öl. Dann habe ich wunderbaren frischen Mangold. Und Knoblauch. Johann, weißt du noch mit dem Knoblauch? Ja, wie wird das gemacht? Muss man den pressen oder schneiden? Also ich schneide ihn und du presst ihn. Ja. Semino Rossi. Si, dime. Wie macht man Knoblauch in Argentinien? So gleich wie in Deutschland. Wir schnitten kleine. Macht er gedruckte oder macht er geschnittene? Es ist. Warum sprichst du so? Sprich Deutsch mit mir. Bevor. Entschuldige bitte. Erste, die Knoblauch musst du so machen. Wie schneidest du den Knoblauch? Ja, das will ich ja gerade wissen, wie das in Argentinien geht. Schau, ich sage dir. Ja. Wir haben eine elektronische Geräte.
No, so, schau. Erst musst du pressen. Hör mir zu. Ja. Oh. Ja, mach weiter. Und dann wird's so. Ja. Guck mal, Johann, der presst und schneidet den. Schau. Die dritte Variante. Die dritte Variante. Sehr schön. Liebe Zuschauer, bitte nicht mehr schreien. Ja. Wir haben jetzt alle Varianten. Semino, machst du mal, dass der Lachs kommt in den Backofen? Okay. Ich komme auf meine Ausgabe. Ne? Ja, das wird ein sehr schönes Gericht heute, ja. Wenn wir denn dazu kommen, was zu machen. Du darfst, Semino. Darf ich mich bewegen wie zu Hause? Du darfst dich bewegen wie zu Hause. So, guck mal, Boah. Ich habe jetzt hier aufgekocht Milch, Sahne, Zucker und Vanillestangen. Meine Damen und Herren, Sie und haben das erste Mal gesehen, wie Milch aufgekocht wird. Schokolade und Eigelb gemischt. Das geben wir jetzt alles zusammen in einen Topf. In einen Topf? Ja, genau. So. Wir machen nämlich ein schönes Schokoladen-Bumpernickel-Eis. Ja. Das verrühren wir jetzt. Guck mal, erinnerst du dich noch an die wunderbare Kindersendung? Herr Rossi sucht sein Glück. Er sucht auch ja. Salz. Weißt du, wie weit das Salz hoch kommen? Oder? Kommen jetzt Bitte? Die Feigen auch noch rein? Ja. Oder die Feigen, ja genau. Alles rein. Nee, die kommen später rein. Guck mal, Johann, wie schön er das mit dem Salz macht. Kannst du mir einen anderen Schädel jetzt? Voilà, Maxim. So, pass mal auf. Bisschen Pfeffer? Bisschen Pfeffer, obwohl ich habe dir alles da vorne hingestellt, aber nimm ruhig meins. Das ist schon okay. Eine genau S, dass ich weiß, welche. Genau. Salz. Schau, das schau ich, Semino Possi. Ja, Was? Johann. Bist du noch da? Ja, Johann. Ich versuche gerade zu denken, Johann. Das Eigelb muss jetzt schön die Flüssigkeit binden. Also nochmal, Sahne, Milch. Was? Ich würde da ein bisschen Flüssigkeit reinmachen. Komplett, ganz. Ja. Ganz schön daneben liegen auch. Johann? Der Mixer geht doch kaputt so. Ach so, ja, Johann. Ich war jetzt hier so abgelenkt. Du bist. Sehr schön. Frische Kräuter dran, Knoblauch, Zwiebel aufschneiden. Johann? Falsch. Leg sie auch mit. So. Und dann ab in den Backofen schieben. Okay. Schön. Etwas zu kompliziert gemacht. Großzügig abschneiden. So, wunderbar. Damit er langsam vorgaren kann. Warum 90 Grad? Niedrige Temperatur garen, damit der Fisch ganz langsam von innen schön heiß wird. Der darf auf gar keinen Fall trocken werden. Nee, jetzt darfst du diese wunderbaren Tomaten schneiden. Du bist kein Drückmesser, ein Schneidemesser. Ich hasse Tomaten. So, hier, schneiden. Warme Tomate. Nicht drücken dabei, nicht drücken. Okay. Zu Hause jagen wir einfach so ein Gerät rein und dann hat man die Innerei. Schön bisschen Butter drauf. Zu dünn. Ja, geht doch so, ist doch gut, wunderbar. Guck mal, geht doch. Wo liegt das? Finger aufpassen. Das legen wir erstmal schön. Ja, die Butter. Oh, nicht, ich will noch was haben nachher. Nicht alles wegschneiden. Ich dekoriere das ganz toll. Ja, si, Signore. Ja, schön. Ich mache dich einen Teller fertig. So, so das Eis wird jetzt schön. Tomaten da drauf. Durchpassiert und kommt jetzt gleich in die Eismaschine, ja? Schokoladenlikör ist noch dabei, Eigelb, Schokoladen. Wo ist denn unser Müll? Schokolade aufgelöst, nehmen die jetzt hier, Müller machen. Guck mal, nehmen wir. Johann? Ja. So, und jetzt habe ich eine Eismaschine hier. Jetzt frieren wir das gleich. Meine Damen und Herren, ist das nicht herrlich? Bei Johann kann man einfach sagen, Johann? Johann? Bitte? Johann? Bitte? Was muss ich wissen? Ich habe im Hotel geübt. Was muss ich wissen? Ich habe nur gerade erklärt, wie du funktionierst. So. Das ist ein Schüttelklopfer. Der geht doch kaputt, der Mixer da, vor lauter Überdrehung da.
Nein, nein, ist doch kein Salz dran, Johann. Dieses Gesicht von ihm liebe ich. Ja? Ja. Habt ihr das gesehen, wie der probiert? Ja. Ja? Der hat dann noch nicht im Mund, da macht er schon. Wie viel? Lecker. Guck mal, schau her. Wie viele Tomaten? Ja. Das kann auch so sein, schau her. Ja. Mmm, lecker. Das kann nur süß sein. Lecker. Ich hätte mit Zitrone gegessen. Rossi, das musst du probiert haben. Also eine wunderbare Fischsoße. Wieso verbrennt ihr euch eigentlich nicht den Mund, wenn ihr so einen Kochen Darf ich dich Rossi nennen? Ja. Ja. Stimmt. Ist echt lecker. Was? Ist nicht mal. Du musst auf diese Seite konzentrieren. Ja. Lass diese. Ja. Hier passiert was. Meister. Super, Meister. Hast du gemerkt, der möchte heute gut essen. Ja, man kann mit dem Mann arbeiten. Da gibt's nix so. So, das ist nämlich die Füllung für unser Lammlachs. Lammlachs kennt ihr allemal, ist ausgelöster Lammrücken und kein Schaf, was schnell schwimmen kann. Ja, es gab schon mal jemanden, der hat mich empfohlen, Lammlachs, und der sagt, ich mag keinen Fisch. Also deswegen ist das sehr komisch. So, dieses Lammlachs habe ich wunderbare Taschen reingeschnitten. Die kriegst du aber nur bei dir. Bitte? So, das heißt, hier schön eine Tasche reingeschnitten. Jetzt wird das Lammlachs gefüllt mit dieser Pesto. Das ist aber keine normale Pesto, weil die wird ja nur mit Öl gemacht und frischen Kräutern. Sondern hier habe ich Öl drin, Butter drin, Salz, Pfeffer, Wustersoße und frischen Mangold. Das heißt Worcestersoße? Nee, wisst ihr. Rossi, wie heißt Worcestersoße? Kutscha, hör mir zu. Kutscha. Wie heißt Kutscha? Kutscha. Schau. Du hast mir gesagt, ich muss so machen, schau. Ja. Schau, dass du etwas lernen kannst. So. Ja. So und so, ne? Ja. Du hast gesagt, Butter hier. Ja. Ne? Machen wir. Butter. Und du hast gesagt, Käse. Schau, was ich gefunden habe. Ich bin stolz auf dich. Danke dir. Toll. Still. Musst du ein bisschen überlegen, ob du eine Sendung mit mir machen? Es wäre sehr schön. Ich würde vorschlagen, er singt und du spielst Instrument. Ja. Ja, kannst aber du Instrument spielen? Kannst du spielen Instrument? Ja. Ja, kannst du machen Musik? Ja, aber gut. Wir machen so. Wenn ich. Ich habe eine Geige hier. Na, Moment, warte. Wenn ich koche hier, obwohl ich ein Sänger bin, ja. Du musst eine singen auch. Dann habe ich das Studio leer. Was ist Studio leer? Dann gehen die Leute. Aber die Marielle kann gut singen. Sie kann super gut singen. Dann singt sie für mich und du machst Musik. Okay. Wenn du singst ein Lied, ich singe Sole ein Lied. Mio. Hast du kein? Ich hab immer was bei, Johann. Du weißt, ich hab immer meine Querflöte bei. Oh, wie Gitarre in der Schublade. Ja, eine Geige. Oi, oi, oi. Abrázame fuerte, y sabrás lo que siento. Si beso tus labios, nicht tanzen, nicht tanzen, sentirás que aún te quiero. Ay, amor. Oh, wir streiten uns immer, wer führt. Bei Stefan Rapp, die Gitarre war schon vorher gestimmt. Bei dir war noch nicht. Wir machen noch nicht alles nach. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Sing mit mir, noch einmal. Ja. Ay, amor. Sing. Ay, amor. Mehr Eier. Ay, no, ay, oh, meine Ach so. Liebe. Ach so, oh, ja, mach nochmal. Abrázame fuerte. Ay, amor. No, Moment. Ach so. Y sabrás. Ay, amor. Lo que sí. Ich sage dich wann. Ach so, gut. Du hast mir vorher gesagt, ja. wenn ich Kartoffeln kochen muss. Ja. Ich sage dich. Abrázame. Ja. Abraz, ja, sie lassen mich hier singen. Abrázame fuerte,
Y sabrás lo que siento. Si si beso tus labios, sentirás que aún te quiero. Ay, amor. Ay, ay, amor. 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 Darf ich dir etwas sagen? Ja. Zum Freund zu Freund? Ja. Koch weiter, bitte. Ja. Horst, ja. Die Musik ist nicht eine mit dir. Nein. Vergessen. Von mir gehen selbst Noten flüchten. Bueno, ich bin fertig mit dieser. Was ich mache jetzt? Jetzt die Kartoffeln abschütteln. Soll ich sagen, ich bin fertig oder ich habe fertig? Was soll ich sagen? Ich habe fertig. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Und jetzt? Die Kartoffeln abschütten, also Wasser ab, aber ins Waschbecken. Ist das heiß? Ja, es war am Feuer. Hast du diese Sache, was normal? Handschuhe. Ja. No. Ich hab keinen. Arme Leute seid ihr. Das ist eine Kochsendung. Johann hat jemand, der die Weste wegbringt. Ich kann nicht mehr kochen. Ja. Weißt du, Johann hat natürlich für die Töpfe wegzubringen Fäustlinge aus Perlhuhnleder. Das sind richtig feine Sachen. Weißt du, was ich geglaubt habe? Was hast du geglaubt? Ich habe geglaubt, dass alles nur ein Spielzeug hin. Nein, nein, hier musst du richtig kochen. Okay. So, pass auf, hier. Hier wird kein Blödsinn. Vielleicht mal zwischendurch die Zuschauer, ja, wie das noch was gekocht wird. Das sind hier Ludemer-Filets mit einer bisschen Fischfass und schwarzen Trüffel. Jetzt werden die hier aufgerollt. So, guck mal. Und dann werden die schön im Brot eingebacken. Genau. Ja, so. Und wir machen jetzt die Däschchen da. Ich hätte gerne ein ähnliches Ohr für meinen Lammlachs gefüllt. Wunderschön. Jetzt werden sie paniert. Mit Mehl bestäubt. Danke. Das ist mal Publikum, Johann. Das nenne ich Publikum. Aber wir werden es natürlich nicht ganz normal panieren mit Brösel. Sondern ich habe noch Parmesan gerieben. Und das werden wir sehen. Boah, ich liebe dieses Publikum. Sag mal, mit ein paar Bröselchen? Die verwechseln dich mit dem Biolek. Johann, ganz ehrlich, ich habe noch nie mit zwei heißen Öfen auf einmal gekocht. Das habe ich nicht gesagt. Wir werden nie fertig, Scholz. Ich sage jetzt schon mal Verzeihung, das wird mit Sicherheit nichts werden bis zum Ende. Und das, weißt du, das ist die erste Sendung im Jahr 2008. Das ist der Knaller. Und dann fangen wir direkt so an. Ja, bitte. Wo hast du das gekauft? Geld zurück. Jetzt habe ich den Johann-Shop bestellt. So, da können wir jetzt mal wieder für 5 Minuten die Klappe halten. Komm. So, guck mal jetzt. Die ja, hast du wieder? Gut, ja. Komm mal zu mir mit der Kamera. Mein Gott. Mal. Nee, komm mal da. Ich bin verkloppt. Hier, Frühlingsrollenteig bestreichen. Dann guck mal hier genau zu, so. Dann hier einklappen, rechts rum, ja. So hochklappen. Hier rum. Da vorklappen. Und da umklappen, ja. So. Das ist
eine Kunst. Schön formen. Wer faltet denn bei euch am Schloss die Unterhosen? Und so? Also, ich kenne keinen, der Unterhosen faltet, aber okay. Obwohl, ich muss an dem Hotelzimmer immer machen. Deswegen kenne ich die Rolltechnik, weil Johanna so kleine Tangas, so süß. Bitte? Die sehen dann so aus. Vorher. Die sind nur nicht so groß. Johann hat noch ein paar altmodische. Jetzt hör auf, jetzt endlich. Flugatti-Tangas. Sag mal, seid ihr alle beklopft heute? Nein, jetzt kochen wir anständig, Johann. Der Herr, weitermachen wir. Semino, kommst du klar? Darüber? Ja. Wunderschön. Einmal hoch einfach und dann hoch. Ja, genau. So. Okay. Wir brauchen 20 Stück ungefähr. Schönen Dank. Das funktioniert nicht mehr. Was? Alles kaputt. Horst. Bei Johann. Ja? Muss ich Salz, Pfeffer wieder? Salz, Pfeffer wieder, das wäre sehr schön. Aber lieber Schnur ist ja kurz, gerade mal anstecken, der Scheißding hier. Ich muss auf den Boden schnappen, nicht nur kurz. Sag mal, die Schnur reicht nicht noch ein bisschen Steckdose hier. Johann, hast du Scheißding gesagt? Das kenne ich von dir gar nicht. So, da musst du noch einen Löffel Senf beitun, wenn ich das mal ganz kurz erklären darf. Weil Semino kocht hier vernünftig. Er hat die Kartoffeln gepresst, natürlich schön mehlig kochende Kartoffeln, hat ein schönes Stück Butter untergearbeitet, ja. Sahne, Salz und Pfeffer. Und jetzt tun wir noch einen Senf mit dazu, weil Senf harmoniert natürlich wunderbar mit frischem Lachs. Salz und Pfeffer? Das Ganze jetzt, okay. Hast du schon drin, Salz und Pfeffer? Nicht. Gut, dann machst du Pfeffer, ich mach Salz. Ich muss auf mein Lamm aufpassen. Ist auch kaputt, diese. Ist auch kaputt, ja. Alles vom Johann-Shop. So, Salz. Okay. Ein wenig frisch geriebene Muskatnuss mit rein. Nuez Moscada heißt in Spanisch. Muscada. Nuez. Moscada. Moscada. Nicht Muscada, Moscada. Okay. Übrigens ein bisschen Muskatnuss ist sehr gut. So viel davon ist übrigens tödlich. Was? Von Nuez Moscada? Muscada. Warum? Warum? Ich weiß nicht warum, aber ist so. Ja? Macht dir der Atemwege zu, kannst du nichts mehr riechen. Kriegst du keine Luft mehr? Sprich Deutsch mit mir, bitte. Entschuldige bitte, aber ich bin dialektempfindlich. Ich habe ja auch eine Zeit lang mit Johann Österreichisch gesprochen. Guck mal, Johann, sieht das nicht schön aus? Was? Das hier. Was ist das überhaupt? Das schaut gut aus. Ah, Lammfilet. Lammlachs. Schön, ne? Sehen die nicht herrlich aus? Und hast du mit Butter gekocht, ne? Ja, ein bisschen Öl. Also innen drinne, die Pesto ist natürlich ein Traum. Sieh ja. Auf die andere Seite, bitte. Soll sie wieder rübergehen? Ich kriege aber auch nichts ab, wenn ich jetzt hier nicht gucken will. Okay. Okay. Aber sieht schon schön aus, oder? Sieht sehr lecker aus. Ja. So, wir machen meine Böhnchen. Was kocht unsere Konkurrenz? Unsere Konkurrenz kocht uns heute hinterher. Was macht unser Lachs im Backofen? So. Ich habe jetzt hier Weißbrotscheiben, dünn geschnitten, ohne Rinde, die vorher kurz angefroren war. Und jetzt wickeln wir einfach... Du arbeitest mit TK-Ware. Ja. Jetzt tun wir einfach hier dieses Röllchen in diesen Brotmantel einwickeln. So, zum Brötchen. Ja? Siehst du mal, Horst? Was, Johann? Auch so ein Kommentar kommt vom Publikum kommen. Oh, guck mal hin hier. Klar, wenn man genug zahlt. Schön, oder? Soll ich mal probieren? Hier, Fisch gerollt, ja. Und Brot gebraten jetzt gleich. Pfanne. Sehr lecker. Jetzt in den Spritzbeutel, weil jetzt muss ich ein bisschen schneller arbeiten. Okay. Wo sind denn unsere Siebe alle Male hin? So, wo haben wir jetzt hier? So. Johann, hast du eigentlich schon mal unseren Zuschauern gezeigt, wie man grüne Böhnchen so kocht, dass sie auch schön grün bleiben? Warte, ich muss kurz telefonieren, ich bin gleich da. Hallo. Hast du Öl da? Johann, du musst auch wählen. Hallo? Ich hab ja schon gewählt. Ja? Ulrike Haberscheid. Ja, hab ich doch. Ulrike Haberscheid? Hab ich schon gesagt. Hier. Frau Haberscheid, grüß Gott. Hier ist Johann Lafer von Lafer Lichter Lecker. Grüße Sie. Ja, hallo Herr Lafer. Es ist eine Ehre, mit Ihnen zu telefonieren. Ja, für mich auch, Frau Haberscheid. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich bin aufgeregt. Warum? Kochen Sie gerade? Nein. Also was machen Sie gerade? Gar nichts. Gar nichts. Das ist nicht viel. So, was kann ich tun für Sie?
Ja, ich habe mal eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Sahne, Schmand und Creme Fraiche? Och, da gibt es in dieser Sendung einen Fachmann. Der hat immer so viel mit dem Thema zu tun. Ich gebe gerne mal weiter, Horst. Ja. Kennen Sie Horst Lichter? Ja, den kenne ich gut. Oder vielmehr meine Mutter kennt ihn gut. Oh, 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 oh. Woher kennt denn die Mutter den Horst? Aus der Sauna. Ach nein, das waren Sie ja, Herr Lafer. Bitte? Das waren Sie ja, Herr Lafer, ne? Mit der Sauna. Ja, aber da war der Horst nicht dabei. Nein, meine Mutter war mit ihrem Onkel im Lokal und hat mit ihm Apfelkuchen gegessen. Das müsste schon circa 2-3 Jahre her sein. Aha, dann gebe ich mal den Horst, weil das ist wichtig für ihn. Okay, mein Horst. Ja. Horst. Weißt du noch Bescheid vor 2 Jahren? Der Opa, der da war mit der Oma? Der Apfelkuchen, ja, ja. Hallo. Ja, hallo. Hallo, mein Kind. Hat deine Mama es dir mittlerweile gesagt? Ja. Sie hat gesagt, wir haben von dem Lokal. Ja. Und hat gesagt, ich sollte auch mal hinkommen. Aber es ist ja immer ausgebucht und wir sind ja auch nie da. Ich bin immer da. Da verwechseln Sie mich jetzt mit Johann. Aber mal ganz kurz, mein Kind, möchte ich dir erklären, der Unterschied zwischen Sahne, Schmand, Crème fraîche und Gedöns. Dankeschön, Johann. Ich habe sowas nämlich immer im Kopf. Also, Sahne. Also der hauptsächliche Unterschied liegt natürlich in den Fettgehaltsstufen. Ja? Sahne ist zum Beispiel Fettgehalt 25-29%, Schlagsahne 30-33%. Ist übrigens der Rahmen einer unbehandelten Milch, der nach oben steigt. Haben Sie das schon mitgeschrieben? Nee, so schnell komme ich nicht. Gut, dann mache ich es jetzt langsamer. Saure Sahne mit Milchsäurebakterien angereichert. Wir setzen es aufs Internet und dann können Sie es komplett runterladen. Übrigens viele ganz liebe Grüße an Mama und Oma, ja, und der Apfelkuchen. Ich möchte mich heute noch mal ganz offiziell dafür entschuldigen. Ja, danke. Bitte schön, Kind. Fühl dich mal gedrückt, ne? Ja. Ja, und du darfst jetzt auch Papa sagen. Jetzt wissen wir. Ne? Tschüss, Kind. Tschüss. Ja. Ne? So, der Lammlachs haben wir im Backofen, die Böhnchen haben wir gekocht. Ich musste meine Frau und deinen Multitasking, aber ihr könnt telefonieren und kochen. Das ist echt. Ja. Hast du gesehen, wie ich mache, die gelbe auf deine Seite und die weiße auf die andere? Du bist ein Genie. Mach noch mal. Ciao. Ciao. Nur, dass du lernst auch mit mir. Ja, lerne. Ciao. Ciao. Immer mit Gefühl. Mit Gefühl. Con temperamento. Un temperamento. Che, würdest du mich besuchen? Ja, ich möchte dich besuchen. In meine Konzerne? Gerne. Ciao. Aber nur, wenn ich nicht mitsingen muss auf der Bühne. Du musst Ay Amor mit mir singen. Versprochen. Ay Amor. Versprochen. 3. März hier in Hamburgo. Und ich stehe auf der Bühne und singe Ay Amor. Ay Amor. Gib dir versprochen. Ist versprochen. Auf der Kamera. Ja, sag auf der Kamera. 3. März 2008. 3. März 2008. Ist jetzt der 3. März, ist er gleich. Nein, das ist ja, guck mal, wir haben jetzt 19. Januar, da kommt der Februar noch und dann kommt der März. Ja. Das habe ich dir so oft erklärt. Also, ich bin dann da. Okay, sag auf der Kamera. Ich verspreche am 3. März in Hamburg. Bei Sabino Rossi Konzert. Ist das jetzt Werbung? Nein. Gut. Billige Werbung macht der Kerl. Aber ich bin auf jeden Fall da und singe Ay Amor. Ja. Sag du jetzt? Nein, ich mach das. Ich singe mit. Du hast ich komme. Versprochen, ne? Ich habe versprochen. Ich komme. Was? Ja, Johann. Aber da verkauft er keine Karten, wenn du hingehst. Entschuldigung, es ist schon ausverkauft. Ja? Danke. Vielen Dank. Ja. Keine Ahnung. Nein. Ja. Schon lange. Du hast gesagt, ich soll ich das machen. Ja, ich möchte dir nur einen zeigen, weil. Nein, so ist die Sendung gesehen, Ratatouille, jeder kann kochen, kann ich auch machen. Lass mich. Okay, bitte. Du hast gesagt kochen. Mach ruhig. Sag mal, die Bewegung, guck mal so. Mit Gefühl. Du bist auf dieser Seite. Ich möchte den Semino, glaube ich, immer haben.
noch bedauern, dass du auf der Kamera Seite weg, bitte, por favor. Ich kann nicht so arbeiten. Mit den Frauen, meinst du? Nein, mit der Kamera. Kannst du nicht das nächste Mal, was ich komme, ein bisschen in die Küche, ein bisschen oben? Ein bisschen höher. Du kannst dich aber auch knien, wenn du möchtest. Ich habe nicht verstanden. Nein. Sag mal, die Mariela sagt gar nichts mehr. Die ist nur am Lachen. Da. Du bist hier und kochst hier vor dich hin. Ich bin sehr amüsiert. Ich habe gerade gesagt, darauf habt ihr nicht reagiert. Es war ein Kompliment an euch, dass ich nicht wusste, dass Männer auch Multitasking sind, weil ihr habt gekocht und telefoniert. Ja. Also es ist mir neu, dass ihr das so. Du, es kommt mir dran, welche Gäste da sind. Da geht alles gleichzeitig. Also zum einen das und zum anderen muss ich ja multitaskingfähig sein. Wenn du wüsstest, was ich im Zimmer bei Johann alles machen muss, parallel er meinen Schnurrbart in seinem Händchen dreht. Okay. Aua. Sag mal. Ich bin froh, dass er diese Woche nichts mit Paniermehl macht. Jo. Ich tue jetzt gerade mal hier Schwarzwurzel anbraten, Horst, übrigens. Ja. Was machst du hier? Schwarzwurzel. Schwarzwurzel. Der Spargel des Winters, ein wunderbares Gemüse. Finde ich klasse. Ja, ist ein ganz tolles Gemüse. Ja, schau mal her. Schön. Schön, ich mache hier so ein bisschen Fließbandarbeit gerade irgendwie. Ja. Gib mal was anderes. Eine muss doch für dich. Nee, jetzt kannst du. Ist jetzt genug? Du musst die anderen erscheinen. Nein, da brauchst du keinen. Ich weiß Salz nicht. Also, du hast gesagt 20 Stück, oder? Nee, ist genug jetzt, genug. Ja, also, nee, brauchst du gar keinen Pinsel für. Du kannst ein Löffelchen nehmen. Oh. Ich habe immer mit Pinsel. Guck mal hier, Johann, das ist ein neues Brettspiel, was wir hier erfinden. Wo? Hier, guck mal. Das ist mein Messer. Ich muss erstmal Brettzahl machen. Das heißt, schlag den Lafer. Weihnachten. Guck mal hier, sieht gar nicht so falsch aus heute. Darf ich eine Frage? Bitte schön. Eine Frage, ehrlich. Ja. Ne? So. Warum die jetzt ohne Spaß? Backofen, ja. Ja. Warum es gibt keine Frau Koch? Warum sind immer Männer bei Koch? Es gibt Frauen. Schon? Es gibt Frauen. Ja. Aber warum sind wir kennen ein paar ganz tolle. Cornelia Poletto. Ehrlich? Ja, ganz tolle Frau. Und die kocht sogar besser als die meisten Männer. Lea Linster ist ganz tolle Frau, kann sensationell gut kochen. Aber meistens sind immer Männer und das verstehe ich nicht, warum. Ja gut, guck mal, Johann ist ja auch am Kochen. Das habe ich verstanden. Ja. Was soll ich machen jetzt? Wir haben bei dir alles im Backofen. Sehr lieb wäre, wenn du ein wenig Platz machen würdest, ja, nachher zum Anrichten. Ach nee, dass das heute was wird. Johann, die Schwarzwurzeln, was hast du damit gemacht? Erklär mir das. Ich habe die kurz geschnitten in ganz dünne Scheiben und jetzt angebraten in Olivenöl. Ja. Und habe dazugegeben etwas Brühe und du jetzt erstmal mit Puderzucker bestäuben und dann langsam braten. Karamellisieren schon. So. Der Butterzucker, der karamellisiert wunderschön langsam, ja, und dann wird das Ganze richtig schön braun und knusprig. So, lass uns schön braten. Wie dünn sollen die Scheiben sein? Johann, dünner noch. Dünner. Darf ich bei dir drüben Böhnchen anbraten? Darfst du, warum? Mein Küchenherd möchte nicht mehr mit mir spielen. Machst du mir da mal an? Ja. Dankeschön. Dafür können wir jetzt als Arbeitsplatte benutzen. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert ist, aber der tut es nicht mehr. Das kann fast alles weg. Die rote Kanne. So. Sag mal her, komm mal her. Jetzt musst du deine Scheiben hier drauflegen, schön, bitte, ja? Lässt du den Strunk in der Ananas drin, Johann, ja? Der ist so dünn geschnitten, den lassen wir es drin, ja. Ach so. Dann hätte man die Schale ja auch ganz dünn schneiden können. Komm her, ganz dünn schneiden, ja? Aber den Strunk isst man dann mit, ne? Ausschneiden, schön, ja? Damit die Bohnen schön grün bleiben. Der Horst hat was zu meckern da, der hat was zu meckern. Kommt immer Strunk raus. Auf Eiswasser. Okay. So, Strunk raus. So. Und nur so Scheiben drauflegen. Schön so. Pass auf, hier bei diesem Püree mache ich anstatt Sahne Creme Double mit rein. Keine Mayonnaise. Creme Double. Creme Double ist Sahne für Fortgeschrittene. Creme Double ist der Fettgehalt noch mal viel höher als in der normalen Sahne. Die normale Sahne ist ja schon schön fest.
Ja, also flüssig, und hier siehst du, das wird ja ganz fett. Das ist praktisch das, was oben drauf steht. Und warum diese, diese Sahne und die andere, andere Sahne? Bitte? Warum in diese Püree, diese Sahne doppelt und die andere? Normal, weil das ist Vorspeise. Und hier habe ich Angst, dass ich nicht alle Kalorien, die ich haben möchte, reinbekomme. Herr Lichter, deswegen nehme Herr Lichter, ich deine Pfanne raucht hier. Soll ich das meine Pfanne raucht? Ja. Ich komme, Johann. Ich meine, die Pfanne, so, die auf dem Herd steht, raucht. Ja, pass mal auf, Johann. Jetzt musst du Rauchzeichen machen. Was willst du jetzt machen? Das riecht schon. Ich sag der Redaktion, ich bin bald soweit. So, also ganz schnell. Lass stehen bitte, Johann. Semino, magst du hier drüben ein bisschen arbeiten gehen? Ja, ja, was soll ich machen? Komm mit, du behältst jetzt die Böhnchen. Es ist sehr viel Platz hier, sehr viel Platz. Ich will noch mal. Ich habe mit dieser Seite nichts zu tun. Ne? Nee, aber wir haben die jetzt besetzt. So, Speck anbraten. Okay. Dann Zwiebelchen mit anbraten. Ich wusste immer schon, dass auf der Seite besser gekocht wird. Auf jeden Fall geht es heißer zu als bei mir. So. So. Ich habe jetzt hier Pumpernickel, ja, hier kann man das mal zeigen. Pumpernickel geröstet in der Pfanne mit etwas Zucker. Es ist abgekühlt und gebe ich jetzt zu meinem Eis dazu. So, die Böhnchen. Das finde ich doch, dass wir alle hier sind. Ja, ne? Kommen wir alle hier. Ja. Wie ich das mache, zeige ich dir jetzt. So macht man das zu Hause ja eigentlich auch. Man kocht an einem Herd, nicht an zwei Herden, oder? Genau. So, jetzt müssen wir nur noch würzen. Die Böhnchen mit Salz und Pfeffer. Darf ich auf diese Seite? Du, da, ja klar, geh rüber. Wenn Johann aufmuckt, schieben weg. Prost. Johann, mein Essen ist fast fertig, Johann. Ja, pass auf. Mariela, jetzt müssen wir bitte den Honig mit der Passionsfrucht verrühren und dann oben drauf pinseln. Ah, schön. Sehr schön. Wie machst du das? So viel, bis genug ist. Probier einfach mal. Wenn dir das nicht schmeckt, dann war das Johann. Horst, ich einfach auslöffeln. Oder? Horst, ja, genau. Ich möchte so wie du. Ich möchte lernen. Komm her, zeige ich dir. Probieren wir erstmal bei Johann an der Pfanne, wenn er was rausfällt. Ja? So, mit ein bisschen Schwung, so. Ja? Okay, probier mal. Darf ich noch? Ja, da darfst du. Nette Anekdote. Oh, schon, ist total schwer in meinem Kopf. Ja, aber geht. Guck mal hier. Du sagst ja mit Gefühl. Das ist Gefühl. Zu dir, ne? Ja. Erst vortäuschen. Ja. Petersilie rein, dann ein bisschen Pfeffer reinmachen. Da ein bisschen Salz rein, Horst. Wo ist das Salz? Ja. Zu Hause schaffe ich das nicht, in einer Stunde zu kochen, muss ich ehrlich sagen. Wie ihr ich das auch so nicht. So, jetzt weiß ich wieder nicht, was du tun sollst. Jetzt, ne? Musst du nicht bezahlen, nicht direkt. Jetzt brauchst du mich nicht mehr, ne? Doch. Jetzt müssen wir das Essen schön anrichten. Ah, das mache ich gerne. Ja, pass auf, such dir eine Platte aus, egal welche. Da packst du dann wunderschön den Lachs drauf, weil er ist nämlich schon fertig. Die ist sehr schön. Was soll ich machen? Komm mal her. Den Lachs, den Fisch, den du eben fertig gemacht hast. Ja, genau. Oben drüber streichen können? Aber es heißt, hast du etwas so? Ja, gib mir Ananas, genau. Bitteschön. Ich schenke dir zwei Hände. Zwei Hände. Zwei Handschuhe. Handschuhe. Johann, kommst du klar? Ich bin dabei. Soll ich dir helfen? Nee. Wie viele in der, auf der Kelle, Horst? So viele, wie wir geben möchten für uns beide. Drei. Also hier riecht es nach angebrannten Bohnen. Ich will nichts dazu sagen, aber es ist auch so. Ich arbeite schon gerne hier. So, guck mal hier, der Ludimir. Schön in der Pfanne gebraten hier. Lecker. Mmh. So. Die Taschen raus. Die Taschen kannst du jetzt hier drauflegen. Bin noch Puderzucker draufstreuen, oben vorne, ja, ganz wenig. Dann lichte ich jetzt hier die Schwarzwurzeln an. So, wenn der einen auf dicke Hose macht, dann geht er bei mir genauso. Wenn ich mal vorstellen darf, mein Lammlachs. Und wenn ich dann noch mal zeigen durfte, wie wunderbar saftig das ist. Wann kann ich meine vorstellen? Jetzt.
Du darfst deins vorstellen. Ich liebe, wenn es euch machen. Oh, bitte, für mich auch. Schau, welche Kamera? Hier. Ah. Sehr schön. Meine Damen und Herren, Niedrigtemperatur gegarter Lachs. Er ist wunderbar blätterig, ohne dass er jetzt zu viel Hitze bekommen hat. Und man kann ihn relativ lange im Backofen lassen, ohne dass er austrocknet. Das heißt, er ist ganz, ganz langsam gegart. Das Senfpüree obendrauf, leicht gegart. Dann dazu diese wunderbaren Tomaten mit dem Parmesan drüber, eine Vorspeise. Wie soll ich sagen, ich muss ja hier und da wieder alles gut machen, was ich schon verbrochen habe. Ne? Darfst du schon an den Tisch bringen, mein Freund? Welche links? Ne? Nein, die rechte Seite. Und wir essen in der Wirklichkeit. Wir essen in der Wirklichkeit. Ja. So. Kann man jetzt mal bitte kurz den Fisch. Hast du Angst davor? Ich schneide jetzt mal kurz den Fisch an hier, diesen Ludimer. Ja. Mm. Und zwar schön in der Mitte durchschneiden. Es ist, Brot ist kross. Und der Fisch in der Mitte ist hier super saftig, so gegart. Mit dem schwarzen Trüffel. So. Auf die Schwarzwurzel. So, dann haben wir jetzt hier daneben. Kann man auch kurz zeigen noch, vielleicht kann die Kamera gleich da bleiben. Daneben kommt jetzt sofort das Bild. Hier zu Hause, das sind jetzt hier die Taschen auf dem Ananas-Carpaccio mit den Passionsfrüchten, Honig und Vanille. Und jetzt holen wir beiden noch eine schöne Kugel Eis aus der Eismaschine. Also ich mach das schon mal, aber muss man nicht unbedingt machen. So. Siehst du? Und jetzt kommt da nur noch ein bisschen. Ah, jetzt ja? So, und jetzt gehen wir zwei schon mal essen, weil ich habe die Befürchtung, dass Johann nicht wirklich fertig wird heute. Oh, wir sind fertig. Ja. Komm, Schokoladen-Pumpernickel-Eis mit Ananas-Carpaccio. Hier, bitte schön. Linke Seite. Johann, wieso ist mein Salat immer von der Konsistenz wie deiner am zweiten Tag? Da wird doch gefuscht hier. Ja. Weil eigentlich wollte ich da noch was Grün dranlegen. Wow. Rossi, das ist nicht dein Teller, der ist für uns alle. Du kannst auch gleich die Blumen hier draufstehen, guck mal. Aber ich muss sagen, nee, Semin, muss ich wirklich sagen, das sieht echt gut aus, ehrlich jetzt. Ehrlich? Nee? Und es schmeckt noch besser. Ja, gut. Magst du einen Wein? Magst du einen Wein trinken? Wein? Nix, gar nichts. Ich möchte jetzt erstmal auch Danke sagen unseren beiden Gästen. Mariella, du warst großartig. Vielen Dank. Danke. Johann. Timino. Fand sehr amüsant mit euch. Ich habe gelernt, heute viel Gefühl und Horst Corazon. Als ist Sänger. Der beste Sänger unter deutschen Künstlern. Ja. Und, hast du es vergessen? Er faltet Tangas. Er faltet Tangas. Er faltet anders. Ich falte, Tangas. Tangas. Okay. Ich falte nicht anders, ich falte Tangas. Jetzt falten. Also wenn ich aber sagen darf, vorher habe ich gedacht, ich müsste auf dich eifersüchtig sein, weil du die Frauen verzauberst. Aber heute hast du sogar meinen Johann und mich verzaubert. Ciao.